Seit über 2,5 Jahren verhandelt die Stadt mit der Swiss Life, unserem Besitzer. Während dieser Zeit sind 2 Abgabetermine schon verstrichen und die Mietverträge sind verlängert worden. Ab im Januar ist das Transit-Restaurant, das auch der Treffpunkt für uns war, auf Zürich West gezogen. Neben dem Restaurant wohnen die Menschen, die im Asylverfahren sind. Dahinter, auf dem Brachland, wer denkt, dass wir ab dem April bauen könnten, weil dann laufen unsere Verträge zum dritten Mal ab. Unser Ziel ist, möglichst bald auf Zürich West zu ziehen. Der Herr Nat Bechtold, Sprecher vom Präsidialdepartement Zürich, hat uns zugesichert, dass unsere Sorgen unberechtigt sind. Das, obwohl noch keine termingerechte Lösung in Sicht gestellt wird. Der Kurzfilm soll dazu dienen, dass mögliche Investoren in unseren Ateliers einschauen können. Ich bin hierher im August und ich hatte schon vorher ein paar Ateliers. Und ich bin einfach da und ich mich plötzlich wirklich können entfalten und verwirklichen, weil ich mich einfach da extrem wohl gefunden, also gefühlt habe. Ich glaube, die grosse Gemeinschaft, also für mich ist es jetzt einfach mal so, zum Beispiel, wenn ich gerade einen schlechten Tag oder keine Motivation oder Inspiration habe, dann kann man zum Nachbarn oder man kann im anderen Teil, wo man vielleicht die anderen noch nicht kennengelernt hat. Und dann kann man mit diesen Leuten reden, andere Künstler und ein bisschen Inspirationen auswechseln. Hoffentlich können wir dann wieder gemeinsam sein, weil sie sind schon auch nicht nur das Restaurant gewesen, aber sie sind natürlich Teil von dem ganzen Basislager und das wäre natürlich, das gehört dann schon dazu. Das ist in der Tat so, dass wir eine spezielle Beziehung haben zu dem Basislager. Wir haben das nämlich dürfen ausdenken und mit Fischer zusammen entwickeln und haben in der Swiss Life einen dankbaren, experimentierfreudigen Auftraggeber gefunden, der das mit uns realisiert hat. Einerseits reizt uns einen möglichen weiteren Standort in der Stadt Zürich und zweitens ist eigentlich gerade der Reiz daran, ist, dass wir jetzt wird können zügeln oder hoffen, dass wir können zügeln und das auch können beweisen, dass das Konzept nicht nur im ersten Mal funktioniert hat, nämlich dass man das so kann günstig und einfach und schnell bauen kann, wie man das hier gemacht hat, sondern dass man es auch im gleichen eleganten Zug kann, umsetzen und eine neue Brache entdecken in der Stadt Zürich. Wir sind mit unserem Büro, mit der Uni Zürich und der Zürcher Hochschule in Winterthur mit der Architekturabteilung sind wir dran, ein Forschungsprojekt zu Unimaschinär zu machen, wo wir eigentlich die Industrieareale vor allem untersucht haben. Und in dem ganzen Diskurs über kreative Wirtschaft oder wer sind die Leute, die in diesen die Künstler und Klüter und Sachen, die in diesen Industriearealen sich gross werden und sich dort entfalten, was sind das für Leute und was machen die, warum sind die da, was tragen die zu unserem Lebensraum und Arbeitsraum bei. Und parallel dazu war man in einem anderen Rahmen mit der Swiss Life im Gespräch gewesen. Und das ist dann irgendwie zusammengekommen. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, was jetzt zuerst war. Aber die Idee hat dann gefruchtet, dass man auch darüber nachdenken kann. Nicht ein Gebäude zu nutzen, sondern einfach eine Fläche zu nutzen. Also es ist jetzt 12 Uhr. Wir haben nichts zu essen. Wir wissen nicht, woher. Wir haben Hunger. Durst. Bitte spendet für uns das Basislager. Wieder ein neuer Transit. Oder kommt wieder zurück. Dass ich endlich einen Platz habe, wo ich machen kann, was ich will. Hier in diesem Raum. Und dass ich dann gestalten konnte, wie ich will. Also von der Farbe. Und überhaupt niemand hat mir reingeschwätzt. Also dass es Platz hat für so viele verschiedene Menschen. Von ganz jung bis ganz alt. Mit ganz verschiedenen Interessen. Und dass man eigentlich gut miteinander auskommt und einander auch
ab und zu aushilft. Also, das finde ich schön. Also, das ist das, was ich gemerkt habe, was eigentlich da vorhanden ist. Ja, dass ich mich freue, wenn ich endlich dort unten bin. Dass ich lange Zeit habe nach Kindern, dass sie mir fehlen. Das. Ja, das ist sicher die kreative Stimmung da, also das verdichtete, die verdichtete Ansammlung von kreativen Köpfen, die etwas Spezielles machen, wo ihre eigenen Arbeitsplätze erschaffen zum Teil, wo es brodelt sehr da rein. Und das hat mich sehr beeindruckt, vor allem weil ich vorher eher in einem Büro gearbeitet habe, in einem Bürogebäude, wo die Leute eher administrative Sachen gemacht haben. Aber eben die Verdichtung von Kreativität da, die finde ich außerordentlich und ist auch einzigartig eigentlich. Ich vermisse euch. Ja, so liebe Dani, liebe Kathrin, ich schaue jetzt in die Kamera, das macht man sonst nicht. Das Gebiet entwickelt sich sehr stark und euer guter Ruf wird euch sicher vorausgegeben sein. Genauso, wenn ihr uns hier fehlt, die gemütlichen Mittagessen bei euch im Bauwagen oder im Sommer auf dem Kiesplatz im Schatten von einem Sonnenschirm, fehlt uns sehr. Und wir freuen uns, wieder zu euch zu stoßen und gleich wieder von euch verköstigt zu werden. Ja, also ich habe mich eigentlich einfach immer sehr wohl gefühlt, schon von Anfang an. Es ist einfach total lässig, weil es so viele verschiedene Leute hat. Und es ist eigentlich immer jemand rum. Es ist manchmal auch ein bisschen leer, hat sich ein bisschen Ruhe, aber dann ist auch wieder jemand rum. Das genießt man mega. Einfach auch die Vernetzung, die es hier hat, das finde ich super. Es sind einfach lässige Leute. Ja, also den Transit vermissen wir schon sehr da, weil wir können auch nicht mehr zu Mittag essen. Jetzt müssen wir immer selber etwas mitnehmen. Also ja, wir hoffen da so stark, also, dass wir dann auch wieder dort hin können und wir wieder den Transit haben, um zu Mittag zu essen. Und, ja, es ist schade. Hoi, Dani, Kathrin. Bis früher oder später, wir sehen uns eh. Dass jeder, der will, kann für sich alleine sein kann. Du kannst dich zurückziehen, kannst vorher ziehen, wenn du willst, was immer kannst machen. Und kannst rausgehen und überall am Marco Hoi sagen oder die Judith-Zahle sagen oder oben und unten. Und das ist also das ganz, ganz Gute daran. Und das glaube ich, das gibt es halt. Ich weiß es nicht, es gibt sicher Gebäude, wo Ateliers sind oder so. Aber dass du wirklich, dass jeder seine Einheit hat, wo man sich zurückziehen kann und auch wieder rausgehen kann, so viel als man will. Und im Sommer kann man die Türen offen haben, im Winter eher ein bisschen weniger. Das finde ich schon recht gut und wichtig. Ich sage ja, das Problem mit dem Daheimschaffen, also ich kann Daheimschaffen ja sogar recht gut Platz. Das Problem beim Daheimschaffen ist, dass es schon gut, wenn man zwischendurch einfach mal rausgeht.
Also wenn man den ganzen Tag auf den Heim hockt, ist seltsam. Das Zweite ist, eben, wenn man daheim am Arbeiten ist, so der berühmte Ding, könnte man ja den Wäsche abtun. Und wenn man die Wäsche abtut, merkt man, dass das Wäschmittel gerade ein bisschen knapp ist. Also könnte man auch Wäschmittel posten. Wenn man gerade am Wäschmittel posten ist, könnte man auch richtig posten. Wenn man gerade richtig posten ist, merkt man, zu Mittag hat es auch nicht so. Bis man zurück ist, wäre es eigentlich auch schon Zeit, den Mittag irgendwie zu machen. Bis man den Mittag gemacht hat, ist man schon relativ müde. Also muss man ein bisschen ablegen nachher. Und irgendwann ist 4 Uhr am Nachmittag und man hat eigentlich überhaupt nichts gemacht. Oder das ist so beim Daheimschaffen ein bisschen tücken. Ich war am Anfang nur ganz kurz da, etwa 3 Monate. In dieser Zeit hatte ich so viel zu tun, dass ich einfach nur am Arbeiten war. Also von dem her. Ja, für mich war halt vieles neu. Ich habe mich dort gerade selbstständig gemacht. Und das habe ich natürlich mega cool gefunden, so die vielen Leute im Austausch. Einfach so die Konstellation von allen möglichen verschiedenen Leuten, Dienstleister oder Künstler oder was auch immer. Und dass du die Möglichkeit hast, mitzukriegen, wie jeder arbeitet und funktioniert. Und dass du halt auch als Kleinstunternehmen die Möglichkeit hast, wirklich in dein eigenes Reich zu haben und dich zu präsentieren oder dich zurückzuziehen in den Raum, den du halt brauchst, um zu arbeiten. So, das ist eigentlich das, was mich so speziell macht. Und dass du trotzdem kannst Gemeinschaft pflegen und eben auch am Mittag irgendwie alle Leute aus jedem Ecke vom Basislager treffen und mit denen schwätzen, die du sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hättest. Ja. So durch das ganze Ambiente halt da im Basislager bist du auch motiviert, um da herzukommen und etwas zu machen. Oder weil du auch weisst, rundherum sind auch alle anderen Leute fleissig. Und wenn du halt am Wochenende daher kommst, bist du sicher nicht alleine, weil es etliche Leute gibt, die es am Wochenende nutzen, weil es am Tag ist wie jeder andere, der das machen könnte, was am liebsten macht. Nämlich da. Ich nehme sie gerade zu mir. Hey, na, komm mal zu mir. Auf. Liebe Dani, ich vermisse dich und deine Würstchen ohne Fest. Ja, das ist gut. Das ist fein gemacht. Abschüttel ich hinten rein die Welt, nur leise von den Schlitten locken, ein ferner Klang herübergellt. Nun aber komm, nun lass uns plaudern, vom eigenen Herd, von Hof und Haus. Da baust du lachen, ohne Zaudern, bis unter das Dach die Zukunft raus. Du hängst an meines Zimmers Wände all meine Lieblingsschildereien, ich seh's und streck danach die Hände, als müsst es wahr und wirklich sein. So fliegt des Abends schöne Stunde, vom fernen Turm tönt's Mitternacht. Die Mutter schläft in stiller Runde, nur noch die Wanne pickt und wacht. Ade, ade von warmen Lippen, ein Kuss noch, dann in Nacht hinein. Das Leben lacht, trotz Sturm und Klippen, nur Steuerer muss in Liebe sein. Danke.
Ja, ich habe letztens mit Wehmut gesehen, dass das Auto weg ist, jetzt tatsächlich, der alte Ford. Und eben, mit dem ist auch so ein Treffpunkt verloren gegangen vom Basislager. Und ich hoffe, dass ihr durchhebt und ja, dass wir uns dann wieder sehen. Und, ja, wahrscheinlich all die verschiedenen Leute, die da ihr Ding machen, jeder sein eigenes. Ja. Ja, die Spannung, wer die neuen Nachbarn sind natürlich. Und auch zu schauen, ob man etwas aus diesem Raum machen kann. Wenn man so kommt, denkt man, das ist so ein schmal und lang und so. Und bringe ich da mein Zeug rein. Und ja, die ganze Arbeit, die es nachher gibt, zum den Raum einrichten, streichen, den Boden legen und so weiter. Ist jetzt doch auch schon 2 Jahre her, fast. Schon ein bisschen länger. Ja, es ist immer noch da, dass wir eine Art Pionier sind, die hier in ein neues Feld vorgestoßen sind. Und es macht immer noch Freude, jeden Tag hierher zu kommen. Ich finde immer noch das Gelände auch genial. Und vor allem der Austausch mit den anderen ist super. Es geht vor allem auch darum, was man für Kontakte sie damit mittlerweile hat können knüpfen konnte. Das ist wirklich die Vernetzung untereinander, ist top eigentlich. Ist sicher die Kompaktheit, die auf eine Art wirklich speziell ist, denke ich, dass man auf so einem kleinen Raum so ein grosses kreatives Umfeld findet, wo auch verschiedenste Sparten zusammen vermischt und verbindet tut. Es gibt nicht einfach nur einen Bereich, wo man sagt, darauf hat sich jetzt Basislager fokussiert und es sind nur Künstler oder nur Fotografen oder Architekten zu finden, sondern es ist wirklich die grosse Durchmischung, die in meinen Augen auch der Vorteil ist von dem Ort. Ja. Ganz eine kurze Videobotschaft, dann lieber Transit. Böschler sind weg. Das Basislager ist noch nicht bei euch. Aber ich bin ziemlich sicher, wir kommen euch bald nach. Und wir vermissen euch alle ganz fest. Wir freuen uns auf euch. Vom Anfang an dabei gewesen. Es war vorher jemand anderes im Atelier, Zara. Und ich bin letzten Sommer dann da eingezogen. Und ja, es war einfach ganz ein schönes Gefühl gewesen, als ich gewusst habe, das ist mein Atelier. Und ja, da kann man kommen und gehen, wenn man will und arbeiten. So wie man will, ja. Ich denke, das Schöne ist sicher, dass so viele junge, kreative Leute auf einem Platz sind und dass man aber doch sein eigenes Atelier hat. Man hat seinen eigenen Raum, wo man arbeiten kann, Türen zumachen und doch hat es nebendran und obendran hat's wieder Leute, die man auch treffen kann und man ist nicht so isoliert. Ja. Und der Austausch natürlich mit allen. Bei mir ist vor allem auch Katrin nebendran, die Taschen macht. Ist immer spannend, wieder austauschen, wie sie es näht oder macht und dann können wir einander auch aushelfen. Ja. Ich freue mich natürlich, wenn wir auch dort sind und ja, wie auch immer, aufs Mittagessen wieder, wo sie immer sehr fein gekocht haben. Und ja, ich habe ein bisschen auch wehmütig gesehen, dass der Wagen weg ist bei uns und eben jetzt hat es in dem Sinne keine Verpflegung mehr da, aber ich freue mich, sie wieder in der Nähe zu haben. Ja. Sie suchen Wohneigentum. Das ist das Problem. Liebe Dani,
Also es ist für uns extrem schön, dass wir merken, dass wir eigentlich fehlen dort oben. Für uns war es auch ein Abschied und ein Neuanfang gleichzeitig. Und ich bin sicher, dass wir uns hier wieder treffen. Es ist sehr, also ich habe es schon recht berührend gefunden. Und das sind wirklich so die Leute, die man fast täglich gesehen hat, die jetzt etwas gesagt haben. Und sie haben so sehr, sehr überzeugend und sehr schön übergebracht. Ja, und ich glaube, sie haben uns auch ein bisschen motiviert, um unser Projekt dort hinzuziehen. Das ist auch noch wichtig, so eine Unterstützung. Geistige. Wir freuen uns, also, wenn das Basislager dann kommt. Das bin ich, Sonja Bischof. Die Motivation zu dem Film war eigentlich ganz einfach. Meine Nachbarn vom Basislager waren immer frustrierter, weil die Verträge schon zweimal verlängert worden sind und es einfach nicht sicher ist, wie es weitergeht. So viele verschiedene Fachleute konzentriert an einem Ort. Ich finde, das muss überleben. Schon dreimal sind wir innerhalb von wenigen Tagen in die AGI gekommen, auf einem Online-Portal. Wir alle wollen wissen, wie es langsam weitergeht. Aber seit heute bin ich so richtig glücklich, weil der Cubo Libre, der auf dem Basislager ist, mir eine Lampe verkauft hat und so ein kleines Nebentischchen. Und die Produkte bestehen aus recycelten Ware, wo er dann ganz fantasievoll Möbel daraus macht. Seit heute ist mein Atelier so richtig komplett. Ich will es einfach nicht aufgeben.